Hoe belangrijk is het om als sociaaldemocraten samen te werken in Europa? Vraag ik aan jullie beiden. Ich erzähle mal meine Lieblingsgeschichte. Samson kann ich schon nicht mehr, Dieter kann ich schon nicht mehr hören. Immer wenn ich mit Sozialdemokraten zusammentreffe in Europa, erzähle ich Folgendes. 1889 gab es das erste Treffen der internationalen Sozialdemokratie in Paris. Da ist der 1. Mai beschlossen worden. Das war das Treffen der internationalen Arbeiterassoziation. Und damals haben die gesagt, wir müssen für den 8-Stunden-Tag kämpfen und für das freie Wahlrecht und so. Wenn man das liest, dann schreiben die: Das Kapital ist national organisiert. Die einzige Waffe dagegen ist die internationale Solidarität der Arbeiterbewegung. 1889. Bisschen mehr als 100 Jahre später stellen wir fest, naja, also die Einzigen, die international organisiert sind, scheint mir das Kapital zu sein. Und die Sozialdemokraten, die sind noch sehr fokussiert auf ihre nationale Situation. Das hat auch was natürlich mit nationalen Wahlen zu tun, ist doch klar. Aber das müssen wir überwinden. Wir müssen stärker europaweit zusammenarbeiten. Und ich finde sogar noch darüber hinaus, ich meine, Dirk, du hast vor ein paar Wochen hier diese Konferenz zur Progressive Governance gemacht mit den Briten und ich glaube auch mit Matt Brown aus Policy Network aus Großbritannien und dem Center for American Progress aus den Vereinigten Staaten. Wir müssen uns internationalisieren, weil viele Fragen, wie bändigen wir die Finanzmärkte, wie lösen wir die Klimakrise, wie gehen wir mit fairem Handel um, wie bekämpfen wir Armut auf der Welt, das können wir nicht national alleine, sondern dafür brauchen wir die Zusammenarbeit der Progressiven. Und ich glaube, dass das sozusagen die Lehre aus den letzten Jahrzehnten ist, dass wir das zu wenig getan haben. Mhm. Eens, Diederik? Is dat de les van de laatste? Ja, het is mooi inderdaad dat inderdaad inmiddels kapitaal natuurlijk volledig internationaal is en wij erachteraan rennen met onze sociale voorwaarden. Allereerst kunnen sociaaldemocraten gewoon van elkaar leren. Ik zei al, ik wil graag leren van de manier waarop Duitsland zijn industrie, zijn arbeidsmarkt heeft georganiseerd. En gelukkig heeft deze coalitie in Duitsland een beetje naar ons gekeken en het minimumloon erdoor kunnen krijgen. Ook omdat de sociaaldemocraten in Duitsland naar Europese landen konden wijzen en zeggen, oh, het is daar ook zo georganiseerd, dankzij sociaaldemocraten elders in Europa. En zo ga je stapje voor stapje voorwaarts. Ik denk dat degene die het meest gefrustreerd is over het feit dat sociaaldemocraten nog niet internationaal sterk genoeg zijn, zit op de voorste rij, dat is Lodewijk Asscher. Omdat hij nou probeert, eigenlijk achter de realiteit aan, en hij maakt daar vorderingen bij, dat is al heel knap, probeert om die arbeidsmarkt internationaler te krijgen. Mm. Om ervoor te zorgen dat het ook eerlijker wordt. Want als je hem alleen maar internationaler krijgt via het kapitaal, dan wordt hij oneerlijker. En nu moeten we er dus voor zorgen dat inderdaad gelijk loon, gelijk werk ook daadwerkelijk zijn plek krijgt en dat niet het Europese Hof met verwijzing naar de interne markt zo'n wetgeving om zeep helpt. En dat is wat we nu, de strijd die we nu de komende 5 jaar moeten strijden en ik denk ook gewoon moeten en kunnen winnen. Afhankelijk van hoe de verkiezingen er straks uitzien. Dank voor nu.